Ehrlich gesagt denke ich, dass eine Krise zu initiieren wirklich schwierig ist. Und ich kann nicht wirklich sehen, wie der US-Präsident uns in einen Krieg mit dem Iran bringen könnte, weshalb ich schlussfolgere, dass wenn es keinen Kompromiss geben sollte, dass dann der traditionelle Weg, auf dem Amerika in einen Krieg marschiert, jetzt das Beste für die Interessen der USA wäre. Manche Menschen denken, dass Roosevelt uns in den Zweiten Weltkrieg bringen wollte, aber erinnert euch vielleicht, dass er erst auf Pearl Harbor warten musste. Manche Menschen denken, dass Wilson uns in den Ersten Weltkrieg bringen wollte, und ihr erinnert euch vielleicht, dass er auf die Versenkung der Lusitania warten musste. Manche Menschen denken, dass Johnson Truppen nach Vietnam senden wollte, ihr erinnert euch vielleicht, dass er auf den Zwischenfall im Golf von Tonkin warten musste. Wir begannen den Krieg mit Spanien erst nachdem die USS Maine explodierte, und dürfte ich darauf hinweisen, dass Lincoln sich nicht in der Lage fühlte, die Armee der Konföderierten herauszufordern, bevor Fort Sumter angegriffen wurde. Deshalb wies er auch den Kommandeur von Fort Sumter an, genau das zu tun, von dem die Menschen in South Carolina wussten, dass es einen Angriff auf sie provozieren würde. Wenn die Iraner also wirklich keine Kompromisse machen, wäre es am besten, wenn jemand anders den Krieg starten würde. Man kann andere Druckmittel mit Sanktionen kombinieren. Ich erwähnte vorher die Explosion vom 17. August. Wir könnten den Druck erhöhen. Schaut doch mal, iranische U-Boote tauchen immer wieder unter. Eines Tages taucht eins vielleicht nicht wieder auf. Wer wüsste schon warum? Wir könnten viele Dinge tun, wenn wir den Druck erhöhen wollen. Ich befürworte das nicht. Ich will nur nahelegen, dass es keine Entweder-Oder-Situation ist. Es ist nicht so, dass entweder Sanktionen oder andere Dinge erfolgreich sein können. Wir befinden uns in einem Spiel, verdeckte Mittel gegen die Iraner zu benutzen. Wir könnten dabei noch garstiger werden. We could get nastier at that.